Ich hab keinen Engel, ich hab keinen Engel. Sorry, I'm sorry. Komm zu uns, komm zu uns. Bei mir close. YouTube und herzlich willkommen zum ersten Warzone Caldera Map Video. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich hatte am Wochenende nicht genügend Zeit, mich um den ganzen Content-Kram zu kümmern. Denn ich hatte ja, wie manche von euch schon mitbekommen haben, am Freitag Geburtstag. Und da habe ich auch noch ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht, weil das hat ja auch irgendwie Priorität. An der Stelle nochmal ganz, ganz kurz. Vielen, vielen lieben Dank für diesen geisteskranken, absolut gestörten Support am Freitag. Weil ich weiß echt nicht, was da abgegangen ist. Auf einmal um Punkt 12 Uhr sind alle aus ihren Löchern herausgekrochen und haben den Twitch-Chat vollgespammt mit Glückwünschen und haben mir alle gratuliert. Das war mega, mega lieb von euch. Ist wirklich eine geisteskrank geile Community, was ihr seid. Und an der Stelle nochmal muss ich mal herausheben. Kupa, Dankeschön, Buddy. Zweimal die 50er Bomb an Subs. Sag mal, du bist komplett insane. Danke auf jeden Fall, gell? Wollte ich noch ganz kurz erwähnen. So, aber zurück zum Thema Warzone Caldera Map. So zur Map selber. Ganz ehrlich, wenn du das erste Mal auf der Map droppst, das ist eine komplette Reizüberflutung. Die Map ist so voll gespickt und voll geclustert mit Details und mit Gebäuden, wo du reingehen kannst und sonst irgendetwas. Ich glaube nicht mal, ganz ehrlich, ein MMO, also mit der Open World, hat so viele Details wie Caldera. Es gibt viel zu viel Gemüse, es gibt viel zu viel Palmen, es gibt viel zu viel Bäume. Ich weiß, nicht so schlecht, wenn man jetzt sich denkt, ja, okay, gut, dann ist man nicht so open und man kann sich dann ein bisschen besser verstecken. Nur das Problem ist, es könnte nach hinten losgehen. Einfach mit Geist irgendwo drin hocken, weil das Loadout kommt auch viel zu spät. Man muss ja zuerst warten bis zur zweiten Zone, bis man sich das Loadout holen kann. Auch nicht so eine super Idee. Und noch zusätzlich ist der Sound eine absolute Katastrophe. Zugegeben, das muss ich auch dazu sagen, sie haben jetzt mittlerweile ein bisschen am Audio was gedreht, weil es kam der erste Patch und da haben sie ein bisschen so diese Bomber. Also du hast da oben, die sollen für Atmosphäre sorgen. Keine Ahnung, völliger Quatsch eigentlich. So Bomber und Explosionen, weil du die ganze Zeit hörst und die sind geisteskrank laut gewesen am Anfang. Die sind doch immer zu laut, aber am Anfang war sie echt so schlimm. Du hast keine Steps gehört, du hast gar nichts gehört. Du hast dich sogar im Gulag gehört. Also wirklich einfach komplett übertrieben. Und der Präzisionsluftschlag. Der Präzisionsluftschlag, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, warum man so einen nervtötenden Sound reinmachen muss für einen Präzisionsluftschlag. Wenn mich jemand komplett zuspammt, ja, jetzt mit 3 Luftschlägen hintereinander, ich glaube, ich lege wirklich einfach mein Headset auf den Tisch oder quitt die Runde, weil es ist einfach viel zu nervtötend. Du hast diesen komischen Sound von diesen Tieffliegern im Zweiten Weltkrieg, aber meiner Meinung nach ist es einfach für Warzone komplett übertrieben und viel zu laut, weil ich muss da schwitzend auf Steps hören, sonst komme ich da nicht weiter in der Runde und deswegen ist das halt einfach ein bisschen zu viel des Guten. Ich hoffe, die machen da noch was. Aber ansonsten, die Map ist ziemlich interessant, allerdings sehr, sehr ungewohnt, also da müssen wir alle noch damit klarkommen. Aber das endgültige Fazit, das werde ich erst in einem anderen Video machen. So, jetzt habe ich euch aber genug voll gelabert. Auf alle Fälle, es gibt da unten in der Videobeschreibung noch einen kleinen Link, twitch.tv/noescape. Da streamen wir circa jeden zweiten Tag, würde mich super freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und weiters, wenn euch das Video gefällt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben, da würde mir super helfen und würde mir auch meinen YouTube-Kanal mega viel helfen. Zusätzlich zu dem Ganzen, ich habe aufgenommen, während ich mit Jonas gezockt habe, also Vorfaint, da ist auch der Link unten in der Videobeschreibung. Das ist der Typ mit der Podcaster-Voice, ihr kennt ihn eh ganz bestimmt, der ultra abgeht mit der Sniper. Und dann haben wir noch Andrew als Bracer, das ist der Typ, der sich halt dehnt vor den Streams, sind wir drauf gekommen. Tut mir leid, Buddy, aber der musste einfach sein. Ein paar aus dem Twitch-Chat wissen, worum es geht. Auf alle Fälle habe ich den Twitch-Link von den beiden Jungs auch unten in der Videobeschreibung reingepackt, also könnt ihr mal gerne vorbeischauen und ein bisschen Supporter lassen. Die freuen sich ganz bestimmt. Wir hatten auch noch einen vierten Mitspieler. Das war, glaube ich, Tobi. Das ist ein Kumpel von Jonas oder von Andrew. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber der ist halt mittendrin und hat einen Disconnect kassiert, weil der hat, glaube ich, besiegt so aus dem Stromausfall. Das habe ich bei einem von den beiden im Twitch-Chat gelesen. Ja, an der Stelle nochmal ein dickes, fettes Save. Aber trotzdem, eine Runde hat mir echt Spaß gemacht. Aber sie hätten vielleicht ein bisschen besser sein können. Auf jeden Fall, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Gameplay und haut rein. Bis zum nächsten Video. Freshes Besuch hast du. Dankeschön. Stimmt allerdings, er ist fresh. Fresh ist Seiten. Cool. Seiten auf Kontostand, sagen wir. Meine Haare sind dafür länger als meine Zukunft. Meine Seiten. Kritisch. Ja, lass mal den auf den hier gehen, auf den Einzelnen. Ah ne, du bist weiter weg. Ich komm zu dir. Go! So, der sich den wieder stellt. Weg. Gas ist inbound. Boah, die Lobby leckt, Alter, holt. Ja, gute Performance, ne?
Boah, Alter. Nichts funktioniert, nichts funktioniert. Schwere. Ja. Ich bin ja auch so selten, also nicht so der Mimimiet oder so, aber das ist halt wirklich. Es gibt so viele Punkte, worüber du dich aufregen kannst, ne? Unendlich. Unendlich, ja. Leider. Das ist heftig. Leider. Du probierst ja das Beste draus zu machen, aber dann kommt schon als allererstes dieser Sound vom Präzisionsluftschlag und ich bin schon wieder auf 180. Das ist ja nicht mehr der. Das ist ja. Du hörst ja die ganze Zeit nichts. Du hörst ja die komm her, kriegst Blades von mir. Komm her. Danke. Warum machen sie diese. Warum machen sie diese Dings rein? Diese Flieger? Ich verstehe das nicht. Nee, ich hab keinen Plan, Mann. Ah! Warte, ich kann dir gar nicht helfen. Ah, oben ist einer, pass auf. Engaging enemy. Warte. Einer ist einen weggelaufen. Er ist um der Ecke. Treffen nicht, sie treffen nicht. Er ist One-Shot. Ich treffe nicht mit dem Visier. Ich habe keine Blades mehr. Müssen ins Gebäude ran. Kein Step, nein. Kein Step, Johnny. Gar nichts. Ich hör nur die Bombe um. Der Typ pusht uns durch die Smoke. Der ist genau neben uns. Das ist nichts. Ja. Also du kannst ohne Headset spielen, das Game. Ja. Katastrophe. Ich höre nur die scheiß Bombe über mir. Ja. Ich bin nicht zurückgekommen. Aber wenn du verlierst, you're done. Prove you can still fight, soldier. Stand by for redeployment. Wenn sie sich auf die Hälfte fokussiert, dann hätten sie vielleicht ein gutes Jahr. Also wirklich eine gute Anfangsperformance rausgekriegt, aber haben sie ja nicht. Sie haben halt wirklich wieder viel zu viel gewollt. Und ja, kriegt auch noch einen. Okay. Okay, ja, anderes Team, zwei Teams. Bin gesandt. On me. Ist ja nichts, bin gesandt noch. Und noch einer, zwei Leute. Hey, wie lange brennt das bitte? Auf zu brennen bitte. Was noch ein Thunder? Easy. Pass auf, komm schon. Was? Ah, du hast ihn. Schön. Boss gechoked, Alter. Halt den Finger. Das glaube ich noch ein Team. Loadout drop inbound. Jetzt hat man kurz die Flieger gar nicht mehr gehört. Das ist so dumm einfach. Die sind close bei dir. Sauber. Oh, da ist noch ein Team. Hallo! Hier Drake? Was hast du für eine Bullet Velocity? Ja, was hast du für eine Bullet Velocity auf das Sniper? Ja, ich hätte zum Shop gehen sollen. Die ist scheiße, gedingst. Okay, ich wollte zu viel. Ich habe aber keine Steps gehört, auch von dem mit dem Typen mit dem Loader. Egal. Guck mal, ne? Imagine, man dehnt sich von der Runde. Was? Imagine, man dehnt sich von der Runde. Jonas, unter uns. Er ist One Shot. Niemand Puppe dran. Hier, S1 Shot! Kann er mich? Zwei. Das sind zwei Teams? Ich verliere das, Digga. Er hatte dieselbe Waffe. Win here and you return to the battlefield. Lose and your fight is over. Was? It's time, soldier. You got your hands dirty. Well done. Now get back out there. Gas is inbound. Nee, ich hab den Gulag. Ich hab einfach den Gulag nicht gespielt. Identified. Parking location now. Negativ nicht. Boah!
Das ist die PTAS, Johnny. Oh mein Gott, das ist die, das Anti-Tank-Rifle-Dings, gell? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich überlebe das hier oben nicht. Lass mal nackt. Hier drüben, Tobi! Hier drüben! Lass Geld ab, bitte! Ich muss die Beine. Kauf sie beide gleich. Scheißegal, das war der Shop. Aber ich hab mich noch nicht gedehnt, ne? Nimm sie doch trotzdem. Jonas, komm her, kriegst Blades, bevor du engaged. Alles gut. Komm her. Ich geh da mal allein. Ich hab nicht gewusst, wie viele Leute das sind. Ja, ich geflogen. Ich hab nur ihn gesehen gehabt. Die Waffe liegt unten. Moving here. Moving out. Ah! Auf dem Team, pass auf. Ja, die, die jagen dich mit dem Heli. Alter, ich seh hier. Ich höre hier. Enemy UAV active. Bei dir ist noch einer, pass auf, Jenny. Team, oder? Das sind drei Teams, glaube ich. Schön. Enemy UAV active. Oh, hat er gut gemacht. Kommst du klar, kommst du klar, kommst du klar? Ja, glaube ich halt. Stabil. Was war denn das für Heli-Cringe, Alter? Erklärt mir das. Nehmen wir. Heaven, also. Sauber. Digga, Johnny, Sport, Maschine, gut gespielt. Oh, ein Drop, 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 der will zu mir. Fuck, die haben mir Waffen im Gulag, ich bin so ein Idiot. Voll, die kommen ja mit Waffen aus dem Gulag, Alter. Ich denk mir so, was will der jetzt mit der Pistole, Alter? Dann muss ich mich auch gewinnen, ja. Ja, ist raus, ne? Time for recon to give us a show. UAV beginning flyover. I'm taking fire. Neutralized. Head in the silver cloud. Kann er mich lasern von der Distanz, Alter? What the fuck? Warte, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Sehen. Hat ein bisschen mehr, oder? Ja, geht schon mal. Nein, der Krieg wäre jetzt schon tot. Keine Muni, das fuckt mich ab. Aber Android hat auch, also Dings hat auch nicht genügend Geld, um ihn reinzukaufen. Also ihr müsst, wenn dann. Enemy dropping into the AO. Ja, versuch's, aber ist halt. Bei Johnny droppt. Das war zwei Gruppen da jetzt rüber, Mann. Wo? Ich weiß es nicht. Irgendwo da hinten. Oh mein Gott. Einfach drei Sniper glitzt. GG. Das ist ein Enemy. Yes, du fucking no hand, Alter. Nimm den LKW ans Gedusch, würde ich sagen. Ja, ja. I can drive. Wo soll ich hin? Markiert was? Fahr einfach ein Stück. Ich fahr einmal in meine richtige Zone. Geh da ins Haus, da kannst du gut playen. Würde ich sogar fast sagen, oder? Da ist ein Gegner drin, oder? Na, oder? Ich weiß, was ist denn das PPSH? PPSH, aber der. Das Perk, dass du schneller sprinten kannst, ist geisteskrank. Okay. Stimmt, das sieht sehr schnell aus. Ja, ist brutal schnell. Ich finde, das muss ich mir immer die Waffen auf dem Chat. Das ist immer so.
Sorry, ich hab auch nichts gehört, Mann, oder? Vergessen, den auf der Karte zu machen. So. Hallo, meine Freunde. Seid ihr bereit, ein Spiel zu spielen? Yes, sir. Snipe mich schon wieder an, Digga. Jetzt. Und wo werde ich denn jetzt gesniped, Digga? Digga, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin safe. Pass auf, ich kann von drüben noch rein snipen. Ja, dann snipen lass. Außer sich gegenseitig. Ich versteh's. Hallo, mein Freund, ich hab dich. Oh, was? Ich sehe ich versteh's nicht. Der war hier im Fenster vorher. Copy on that white boy. Ja, und unten auch. Ja, das ist, der ist runtergegangen. Stone. Hostile target marked. Hast du den knocked? Nein. Nur ich nicht mal Shieldbreak gegeben, Alter. Ich muss die Roboter wegtun, ich muss eine andere Waffe spielen. Wir müssen rüber moven. Also entweder LKW oder ich kauf nochmal einen Prezi. Kannst du einen Prezi kaufen? Hostile. Du hast das zwei Sniper-Schüsse. Ich bin tot. Den Klink ja, gesehen. Wir müssen, nehmen wir den LKW und dann ziehen wir durch. Ist dich holen? Nein, kann ich nicht. Doch, ich bin nicht so im LKW. Ja, von rechts, von oben, Digga. Ich weiß, keine Ahnung. Ich hab wirklich keine Ahnung, Johnny. Von überall. Ja, push. Ich hab keine Dumm gehört, ich hab nichts gehört. Ich hör nur Präzision zum Schack, ich hör gar nichts. GG.